Sehr geehrter Herr Landes Hauptmann, meine Mitschülerin Victoria und ich, der Tobias, sind von der Bundeshandelsakademie Imst, besuchen die zweite Klasse der IT-Hack und wir würden Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Welche Maßnahmen ergreift das Land Tirol, um Wohnmöglichkeiten für junge Leute aus Tirol zu schaffen? Ja, liebe Victoria, lieber Tobias, liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzter Herr Fachlehrer, ja, herzlich willkommen im Landhaus. Es ist tatsächlich so, dass das Thema Wohnen die Politik auch schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. Wohnen, ein Grundbedürfnis der Bevölkerung, ist immer etwas, was viele Fragen aufwirft. Jetzt hat das Land Tirol schon eine ganze Summe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, damit man aus diesem schwierigen Bereich herauskommen. Zum einen, und das ist ein Thema speziell für städtische Bereiche, wo es Wohnungen gibt, aber auch viele Wohnungen nicht genutzt werden. Zum einen verlangen wir eine Leerstandsabgabe, also wenn jemand eine zweite Wohnung im Eigentum hat und diese nicht vermietet, dann wird ein Betrag verlangt als Leerstandsabgabe. Es soll dazu führen, dass diese Wohnung vermietet wird. Kommen wir nun zu der zweiten Frage. Warum werden in Tirol trotz des technischen Potenzials und potenzieller Vorteile für erneuerbare Energie keine Windräder gebaut? In puncto Windkraft bin ich sehr gut eingelesen. Und da gibt es einen Windatlas Österreich und auch einen Windatlas Tirol. Und da kann man sehr genau herausnehmen, wo gibt es denn ein Potenzial. Und das technisch machbare Potenzial in Tirol in Summe sind in etwa 900 bis 1000 Gigawattstunden. Durchaus ein ansehnlicher Wert. Jetzt muss man aber darüber nachdenken, weil große Teile dieses Potenzials liegen im Wipptal und Teile des Wipptals sind eben auch Landschaftsschutzgebiet. Wenn man also das Landschaftsschutzgebiet, so wie es sich darstellt, dann auch dort keine Windräder aufbaut, dann bleiben gerade einmal 250 Gigawattstunden. Damit können wir die Energiewende in Tirol nicht schaffen. Wir und ich persönlich bin absolut technologieoffen. Ich mache sogar Werbung, wenn die eine oder andere Gemeinde einen Weg findet oder einen Platz hat, dass man da Windrad aufstellt, so ist das dem Land Tirol durchaus auch recht. Was ich vielleicht noch mitgeben will, weil ich diese zwei Fragen immer von den Wiener Journalisten auch gestellt bekomme. Zum einen, warum stellst du denn keine Windradeln rund um Innsbruck auf? Da geht eh immer der Föhn. Also der Föhn ist nicht ein geeigneter Wind, um Windkraft zu erzeugen, weil er sehr böig ist. Noch dazu gibt es, und da haben wir eine Messreihe von mehr als 100 Jahren, ganz exakte Zahlen, der Föhn in Innsbruck geht ungefähr 50 Tage im Jahr und mit 50 Tagen kann man bei 365 Tagen nicht wirklich viel Energie erzeugen. Also eine falsche Information möchte ich damit eigentlich einmal klar korrigieren. Das Zweite, immer die Windradeln auf die Gipfel oben. Gell? Die besten Standorte in Tirol, das sind so Hochebenen, das ist auch manchmal ein Joch, das kann manchmal ein Skigebiet sein. Die Gipfelgrate sind nicht die bestgeeignetsten Plätze, weil dort oben der Wind ausgesprochen böig ist. Und dann muss man sich das auch noch mal vorstellen, was auch der Aufwand von Infrastruktur mit der Straße hinauf wäre, weil ich meine, das Schwierigste zum Transportieren, das sind eigentlich die Propellerräder vom Windrad, weil die kann man nicht stucken. Die müssen in einem transportiert werden, haben oft einmal eine Länge von 40 Meter. Die werden dann zwar in der Kehre aufgestellt, aber der Transport ist nicht ganz einfach. Also ich möchte nur damit sagen, wir haben keine Angst vor den Windrädern, aber das Nordbundenland, und da gibt es, bitte einfach mal den Windatlas anschauen, da gibt es wirklich verlässlichen Wind, der 300 Tage im Jahr bläst, immer mit Windgeschwindigkeiten bläst von mindestens 10 Metern pro Sekunde. Da kann man wirklich elektrische Energie aus dem Wind machen. Tirol hat eher ein bescheidenes Potenzial. Es wird keine Barrieren geben, dieses Potenzial in Tirol auch zu nutzen. Wird ganz im Gegenteil, sogar auch vom Land Tirol unterstützt. Vielen Dank für die Antwort. Kommen wir nun zur letzten Frage. Bei der Ö3-Jugendstudie kam heraus, dass unsere Generation starke Zukunftsangst verspürt. Was würden Sie jungen Menschen raten, um eine Lebens- bzw. Existenzperspektive in Tirol zu haben? Und finden Sie diese Sorgen überhaupt berechtigt? Sorgen zu haben bedeutet für mich auch immer, dass man sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen ganz besonders auseinandersetzt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch einen Blick in die Zukunft wagt und dann für sich selber einmal bewertet, wie kann es mit mir denn gehen? Jetzt leben wir schon in einer Zeit,
die prinzipiell davon getragen ist, dass wir ein hohes Maß an sozialer Sicherheit haben, dass große Teile der Tiroler Bevölkerung durchaus auch in Wohlstand leben darf und leben kann. Nichtsdestotrotz spüren wir ja auch immer wieder die Verunsicherungen. Wird es noch einen Arbeitsplatz geben für mich? Ja, momentan müsste man sagen, bei 2,7% Arbeitslosigkeit, selbstverständlich, ihr alle seid gefragt am Arbeitsmarkt. Ja, oft ist auch die Frage, werde ich eine gute Beziehung haben, wird meine Beziehung halten, kann ich meinen Beruf und meine Beziehung auch vereinbaren? Das sind alles Dinge, die junge Menschen auch beschäftigen. Und ich glaube, eines der wesentlichen Dinge, um vielleicht aus dieser Zukunftsangst herauszukommen, ist wohl jenes, dass man untereinander einen starken Austausch pflegt. Ich glaube, die beste Hilfe, die beste Unterstützung sind gute Freundinnen und gute Freunde, weil denen vertraut man sich an. Weil irgendwann einmal im Leben hat man halt einmal ein Alter, wo man vielleicht nicht mehr alles mit Mama und Papa bespricht, sondern dann sind es die Freundinnen und Freunde, mit denen man die Dinge auch bespricht. Und bitte, und wenn jemand von euch einmal das Gefühl hat, da geht es jemandem besonders schlecht und ich kann den mit meinen eigenen Worten nicht mehr abholen, dann muss man definitiv auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Was tut das Land Tirol? Wir versuchen im Bereich der Schulsozialarbeit, wir versuchen aber auch im Ausbau, gerade auch der Kinderpsychologie entsprechend unterstützend den Tirolerinnen und Tirolern zur Seite zu stehen. Durchaus eine ganz, ganz große Herausforderung, aber, und das haben auch einige Studien bewiesen, dass junge Menschen im Verhältnis sehr resilient sind. Die fangen sich dann recht schnell wieder auf, aber nur, wenn sie in Gemeinschaft verbunden sind. Wenn junge Menschen sozusagen alleine versuchen, den Alltag zu bewältigen, dann ist das etwas ganz Schwieriges, weil man sich kaum noch austauschen kann. Vielen Dank, dieses Gespräch war sehr interessant. Wir bedanken uns, dass wir da sein haben dürfen.